Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sonic Unleashed für die PlayStation 2. In der letzten Folge haben wir den Gaia-Tempel erfüllt und den dritten Kontinent wieder zurückgebracht. Uns fehlen noch 1, 2, 3, 4, 5. Ich kann nicht zählen. Uns fehlen noch ca. 5, 6 oder so. Wir machen einfach mal weiter und ich hoffe, dass keine Nachtlevels mehr kommen, weil Nachtlevels mir momentan wirklich richtig auf die Nerven gehen und ich deswegen auch letzte Woche keine Lust hatte, überhaupt irgendwas von Sonic aufzunehmen. Aber, naja, mal sehen. Wir gehen mal nach Spangonia ins Dorf. Also wir fliegen. Ui. Leckt ein bisschen, aber es ist normal. Pickellabor. Ich weiß noch nicht, ob wir da schon waren, weil vorhin lief auch die Katze nochmal. Du lieber Himmel, Dark Phoenix ist erschienen? Die Ereignisse entfalten sich genau wie in den Gaia-Manuskripten beschrieben. Interessant! Die weitere Studie der Gaia-Manuskripte hat neue Informationen ergeben. Denn die nächsten Reisenziele sind Spagonia und Chunan. Die Einzelheiten erfährst du von der Bevölkerung. Also Sonic, die Uhr tickt, setz dich in Bewegung. Okay. Fangen wir einfach mal hier an. In Spagonia. Ach, der liebe Otto. Wie sehr hast du die Mondtafel von Luciano erhalten? Was? Du bist schon durch die Tür gegangen? Dann seid ihr am Ende doch die Auserwählten. Und wenn das stimmt, brauche ich ja nichts mehr zu sagen. Nimm einfach diese Tafel. Ich bin sicher, du weißt mittlerweile, dass Lucia und ich die Hüter des Gaia-Tempels sind. Wir müssen nicht nur den Tempel beschützen, sondern auch den Auserwählten helfen. Finde sämtliche Gaia-Tempel und mach da Gaia einen Strich durch die Rechnung. Wieso ist so ein alter Mann, Wächter? Hey, Sonntafel! Ja! Ich will keine Nachtlevels, ich will nur noch Taglevels, bitte. Ich muss 6 Folgen aufnehmen. Ich mache 10 Minuten Folgen, einfach weil ich sonst zeitlich nicht schaffe. Und ich will nicht eine Stunde einfach nur diese hässlichen Nachtlevels machen. Wie wär's mit 50 Minuten mindestens nur Taglevels? Danke. Ach ja, wie hab ich den Ladebalken vermisst? Gar nicht. Ich guck mal, was in meinem... Hier im Schrank. Ja, das habe ich gesucht. Moment kurz. Ja. Das mache ich nie wieder. Mache ich nie wieder. Egal. Taglevels. Oh, da rechts können wir auch so eine Challenge machen. Ich glaube, wir gucken auch mal diese oder nächste Folge in diese Challenge rein. Oh, jetzt mein Finger verschmiert. Ah, sauber machen. Ah, so. Ach ja, ich wollte noch essen gehen, habe ich in der letzten Anschlussfolge gesagt. Die Anschlussfolge, die für euch Freitag kommt. Da habe ich gesagt, dass ich essen gehen will, bevor ich jetzt diese Folge hier aufnehme. Oder beziehungsweise diese Folge gen. Aber ich kann auch nicht essen gehen, deswegen nehme ich jetzt 1, 2, 3 Folgen auf und dann gehe ich erst essen. Finger knacken. Oh, schade. Knöchel, Handgelenk knacken. Oh. Oh. Oh geil, Rooftop Run, Taglevel. Mir ist gerade so egal, dass es leckt. Die Musik ist cool. Oh Gott, da konnte man lang. Hab ich nicht gesehen. Ups. Das habe ich aber gesehen. Okay, konnte man da einfach auch nochmal lang. Aber habe ich übersehen, also ich habe es gesehen, aber ich dachte, da will ich nicht lang. Warum auch immer. Boah, yo. Yo, Alter, übertreib mich nicht. Das war das Falsche. Yo, wie die mich wegschlagen, Alter. Sterb doch einfach. Naja. Okay, gar nicht laggy. Ah, ich habe statt Kreis 4 gedrückt. Oh, ich Dummkopf. Junge, diese Lags gehen langsam auf die Nerven. Oh Gott. Wo bin ich? Oh.
Ey! Er hat das kaputt gemacht. Ich verliere Zeit. Ich verliere Zeit. Junge, wieso leckt so? Es nervt. So. Nice. Yo. Nice. Oh, das war nice. Oh, ich liebe Tag-Levels. Oh. Ah, ich weiß, glaube ich, warum es laggt. Ich habe seit dem PC-Reboot noch nichts anderes, also dieses Spiel noch nicht gestartet, also diesen Emulator noch nicht gestartet. Das war gruselig. Und deswegen kann es sein, dass es deswegen ein bisschen laggt. Das wollte ich gar nicht, aber okay. Wow, das war knapp. Och, dann sehe ich sowas nicht, ey. Ah, da hätte ich springen müssen. Oh Mann. Oh, was passiert hier? Das hat mir ein bisschen Angst gemacht. Okay. Ah! Alter! Das war knapp! Aber das Level kenne ich auf jeden Fall noch. Beziehungsweise, ich glaube, das Level gibt es auch in Sonic Generations. Nie selber gespielt, aber ich gucke mir Speedruns von sowas an. Sehr gerne. Oh Mann. Hätte ich Kreis drücken sollen. Wäre besser gewesen. Oh, für A-Rang habe ich aber genug Zeit. Glaube ich. Hoffe ich. Drück doch mal Kreis. Danke. Ah. Aua. So. Alter, diese leckt schrecklich. Ich wüsste auch nicht, was ich jetzt dagegen machen soll, weil ich kenne die Einstellungen nicht mehr. Aber ich würde sagen, ich beende jetzt diese Folge. Ein Level ist nicht viel, ich weiß. Aber komm, machen wir mal kurz. Bewertet den Part, schaut in die Playlist und Abo und ciao Leute.